Ja, also ich denke auch, das ist Geschmackssache, was man machen will. Ich würde jetzt gleich mit euch mal kurz meinen Bildschirm teilen und vielleicht einfach mal zeigen, wo ihr diese Informationen auch gut nochmal nachlesen könnt. Auch das, was euch jetzt so an Fragen jetzt teilweise hier reinkommt. Dazu gucken wir uns am besten einfach mal eine Seite zusammen an. So, da präsentieren wir das mal ganz kurz. Und dann gehe ich mit euch mal auf die Seite Berufe.net. Die Seite Berufe.net, die ihr hier sehen könnt, da können wir zum Beispiel mal den Beruf von der Chiara eingeben, Dachdeckerin. Und dann kriegt ihr das auch gleich angezeigt in dem Suchfeld. Wenn ihr auf Dachdeckerin dann klickt, dann könnt ihr euch hier immer eine Kurzbeschreibung noch zu dem Beruf anschauen. Ihr könnt euch meistens auch einen Film dazu anschauen, dass man da noch mal ein bisschen genauere Informationen auch bekommt, wie läuft denn der Beruf eigentlich überhaupt ab. Ihr habt auf der Seite auch die Möglichkeit, auf Trends zum Beispiel zu klicken, da ja auch immer die Digitalisierung ein großes Thema ist. Wie verändern sich denn die entsprechenden Berufe? Und hier kann man zum Beispiel ganz schön sehen, da kann die Chiara vielleicht auch noch mal was zu erzählen, Drohnen im Dachdeckerhandwerk. Also auch da hat die Digitalisierung Einzug erhalten, dass man bei der Vermessung mittlerweile auch schon diese Drohnen einsetzt, also auch sehr modern. Und hier auf der Seite könnt ihr natürlich die Zugangsvoraussetzungen angucken, was muss ich mitbringen für die Ausbildung. Ihr könnt euch aber auch über die Ausbildungsinhalte nochmal genau informieren. Und das findet ihr, wie gesagt, auf der Seite von der Bundesagentur für Arbeit, Berufe.net. Und da bietet sich das an, auf jeden Fall mal reinzugucken. Vielleicht können wir da jetzt nochmal anknüpfen, weil ich habe gesehen, dass es eben technisch, glaube ich, nicht richtig gezeigt worden ist. Die Seite berufsfeld-info.de, die gucken wir uns jetzt einfach nochmal an, weil das passt auch nochmal zu der Frage, Daniel, wegen dem Praktikum. Da kann man sich auch nochmal ein bisschen inspirieren lassen. Wo kann ich das überhaupt nachgucken? Und wie gesagt, vielleicht hat die Chiara ja Lust, auch nochmal eine weitere Ausbildung zu machen. Dann kann man sich das hier nochmal anschauen. Ich teile jetzt nochmal mit euch meinen Bildschirm. Dann dürfte das technisch auch funktionieren und zeige euch nochmal die Seite berufsfeld-info.de. Die verlinken wir euch auch nochmal entsprechend im Chat. Und hier ist es so, die Besonderheit, dass man erstmal sich informieren kann über Berufsweltausbildung, Berufsweltweiterbildung, aber auch Berufsweltstudium. Und ihr könnt quasi hier alle Informationen euch zusammensuchen. Beispielsweise, wenn wir jetzt mal auf Berufsweltausbildung klicken, das aufrufen, dann kann man hier zum Beispiel auch erstmal den Vorteil nutzen, dass ich erstmal überhaupt nicht wissen muss, wie heißt denn eigentlich überhaupt dieser Beruf, sondern ich kann entsprechend hier dann erstmal aus Sicht meiner Interessen gucken und kann zum Beispiel jetzt hier hoch Bau, Tiefbau und Bautechnik, wenn ich da jetzt zum Beispiel Interesse habe, das anklicken, kann hier sehen, welche Interessen sind denn von Vorteil. Chiara zum Beispiel, hier wird aufgelistet, handwerklich arbeiten, Technik einsetzen, gerne im Freien sein oder würdest du auch unterschreiben, dass das wahrscheinlich sinnvoll ist, ne? Dass man gerne im Freien ist. Definitiv. Genau. Und dann kann man nämlich hier auch noch mal ein bisschen eine Einschränkung treffen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, mich interessiert der Hochbau, dann kann ich da draufklicken, sehe auch hier noch mal ein paar Biografien, die zum Beispiel auch diesen Ausbildungsweg gewählt haben. Ich kann mich informieren über die verschiedenen Voraussetzungen, die ich vielleicht mitbringen sollte im Handwerk und kann dann auch hier unten noch mal sehen, welche Berufe werden mir denn vorgeschlagen dazu. Und da finden wir zum Beispiel auch die Dachdeckerin und den Dachdecker wieder und kann mich dann auch hierüber noch mal informieren und auch entsprechend noch mal gucken, welche finanziellen Möglichkeiten gibt es dazu. Also jede Menge zum Nachlesen. Also wer sich da informieren möchte, ist auf der Seite berufsfeld-info.de wirklich gut aufgehoben und kann sehr, sehr viele Informationen da quasi mitnehmen. Wenn ihr da Interesse dran habt und jetzt sagt, okay, das mit dem Livestream hat mich inspiriert hier, aber ich will einfach auch noch mal ein bisschen genauer in die Tiefe gehen, auch beraten werden, was jetzt zu meiner Situation passt, dann macht doch einfach einen Termin bei der Berufs- und Studienberat vor Ort aus. Wo könnt ihr das Ganze machen? Ihr könnt einfach auf die Seite gehen, arbeitsagentur.de und dort könnt ihr eure Agentur für Arbeit vor Ort eingeben. Dann landet ihr direkt auf der Seite und könnt dann dort über den Button Termin ausmachen bei der Berufsberatung, euch auch einen Termin entweder telefonisch oder per E-Mail ausmachen. Und wie gesagt, wir bieten telefonische und auch Videoberatung an und sind in Zeiten von Corona genauso für euch da, ne? Also insofern
macht Termine aus. Wir freuen uns auf euch und vor allen Dingen auf eure Fragen und wollen euch da gerne auch unterstützen, dann den richtigen Betrieb und vor allen Dingen die richtige Ausbildung, was ja heute das Thema ist, für euch zu finden.